Mama, Mama. Ne? Muss ich dann nach hinten steigen? Also, da ist gar nicht. Musst du nicht, ne? Beifahrer, ey. Du bist doch noch hinten, hast du den Finger in die Heckscheibe immer zu flattern. Solange die flattert, ist ja noch alles gut, aber wenn sich der Gummi löst. Naja, mein Gott, der Gummi, der löst sich ja dann irgendwie. Und wenn du dann den Wackeldackel festhalten musst, die Scheibe ist weg. Hier noch. Genau. Was machen wir jetzt? Machen wir die Standardfrage. Und was machen wir jetzt? Ja, ich erinnere mich, wahrscheinlich kommt ihr bald auf die Idee, dass sie die U-Bahn oberirdisch führen und dass die Tunnel dann für Fahrradfahrer und Fußgänger, beziehungsweise Hartz-IV-Empfänger, weil die müssen ja eh kein Tageslicht sehen. Du kriegst du uns so einen Durchbruch, eine Kaffeebohle, zwei ABM-Kräfte und dann. Ja, nicht schlecht, wa? Kommen 100 Millionen Chinesen, die sagen, die Mauer muss weg, die Mauer 100 Euro Begrüßungsgeld, ein Kühlschrank und ein Fahrrad. Das wird kommen, mein Freund. Na, mal gucken. So, manchmal hat man ja so eine Tage, ja, wo dann irgendwie alle zu Kopf steigt oder alle zu viel wird oder was auch immer. Ja, das war jetzt bei mir so der Fall gestern, da habe ich überhaupt keinen Bock gehabt auf gar nichts. Gestern den ganzen Tag rumgegrübelt, wie man das irgendwie anders machen kann hier, weil ihr Freund tut mir das natürlich nicht. Dass da ständig die Räder geklaut werden und das. Aber was willst du machen? Das ist halt so. Das Problem ist, dass ich halt ein Einzelkämpfer bin, sozusagen. Ich bin halt alleine, ich muss alles selber tragen. Wenn man das ein bisschen aufteilen könnte, wäre das natürlich geiler. Wäre schon cool, wenn ein bisschen Familie da auch mitwirken könnte. Müssen wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Bin gespannt. Jetzt mache ich erstmal eine Narbe. Ein Pellissier. So steht es geschrieben. Die kommt erstmal raus. Ich muss halt mal ausbauen. So. Die Narbe. Ich baue die Narbe aus. Pellissier. Da. 3 Murmeln. Kommt ja nicht weg hier. Suche ich mal eine Opferachse. Keine Ahnung, was jetzt los war, warum die Kamera ausgegangen ist, aber wie gesagt, hier sind noch mehrere Defekte. Hier haben wir Speichen kaputt, noch eine Achse habe ich jetzt gefunden, weiß ja nicht, ob das noch drauf ist. Die habe ich auch schon vorbereitet, die wollte ich jetzt einbauen, aber jetzt sehe ich, dass hier die ganzen Speichen alle gebrochen sind. Und, ach, das ist nervig und eigentlich kommt man auch gar nicht weiter. So, dann habe ich da einen Kollegen draußen, irgendwie, also kein Kollege, aber einen Kunden, der mir die Kundschaft verschreckt. Lustlos bin ich sehr, muss ich mal sagen. Oder? Ich weiß nicht, was hier los ist. Wieso sieht die Kamera immer aus? Ey, der Akku irgendwie. Schlimm ist das. Also ich bekomme das nicht ab hier. Ich habe dafür keinen Abzieher. Scheiße. Was ist denn Mist, ey?
Naja. Der kommt auf Ideen da draußen, da zündet der Taschentücher an, die mit denen er vorher Öl seine Kette abgerieben hat oder was. Das riecht bis hier unten. Ich dachte, hier brennt irgendwas. Ja, brennt ja, aber. Ja. Naja. Wunderbar. Genau so. Ich ohne. Komm mal nach Hause. Darf ich dich zu was einladen, zu was trinken? Nö. Echt nicht? Nö. Ein Eis oder so auch nicht. Wunsch aus Glücklich, das gibt's ja gar nicht. Viel zu früh. Ich hätte gerne mal mein absolutes Traumfahrrad, das Fliegen, Schwimmen und Reiten können. Ja, auch. Als Kind habe ich mal Mad Max gesehen, habe ich ein Fahrrad mitnehmen. Ja, genau. Mad Max. Jenseits von der Donnerscheibe. Das war geil. Sag mal, so einen kleinen Akku-Trennschleifer hast du nicht, oder? Nee. Das ist verboten. Wie verboten? Verboten würde nicht mal sein, oder? Wenn du keinen Bock mehr hast, irgendwas wegzuschnipseln, wie machst du das? Auch wegschneiden, alles wegschneiden. Halt auseinanderschrauben. Ja, aber wie trennst du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ein altes Fahrrad, ein Rennrad hast, wo zum Beispiel da ein. Ja, wie schon. Irgendwas hat, was nicht hingehört. Wie zum Beispiel ein Luftpumpenträger oder was das ist. Oder so. Runterschleifen, vorsichtig. Muss halt gucken, oder? Bremsschleifer. Ja, das da machst du den Rahmen auch kaputt. Ja, so. Muss halt aufpassen. So. Hast du einen Ausweis? Ja, hab ich bei. Der Damen blau. Ja. Ich habe extra die Nachbarin nochmal gefragt, hat sie nicht geklappt, habe ich mir schon gedacht. Danke. Eine Unterschrift, ja. Ja. Dankeschön. Danke. Viel Spaß damit. Ja, danke. Wie gesagt, die Kurbel, die hat halt, musst du mal gucken halt, ne? Das muss ich reparieren, ja. Oder kriegst du es ja so hin. Dann kannst du ja noch ein bisschen was nehmen für das Teil, weil es werden ja gesucht, so alte Teile. Ja, ja, wenn, genau, wenn das aber durch ist, dann wird es geschachtet. Okay. Ja. Na, danke. Gut, Jeffy. Bis dann, ciao, ciao. Ja, alles Gute. Ciao. Ja, heute ist nicht viel zu tun. Heute ist total ruhig wieder mal. Entspannter Tag nach einem Tag voll mit Stress, wo ich mir selber den Stress gemacht habe. Wegen der Räder. Hab jetzt hier die erste Reparatur heute. Bremshebel tauschen, Wahnsinn. Das bringt wieder 10 Euro in die Kasse.
so toll ist das nicht. Aber muss ja auch gemacht werden. Auch die kleinen Reparaturen müssen gemacht werden. 10er hier, 10er da. Macht schon wieder 20. Uiuiui. Ui, ui. Da muss man ein bisschen mehr machen eigentlich. Zug müsste eigentlich getauscht werden, Hinterrad müsste zentriert werden, Bremsbelag müsste erneuert werden. Da ist der Bremshebel das geringste Problem jetzt gewesen. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich heute für 15 Euro gekauft habe, und zwar dieses Mifa hier. Leider kein Diamant, aber immerhin ein Mifa. Eine Lampe ist dran. Der Original Dynamo ist dran, läuft aber nicht mehr. Ist alles Original an dem Ding. Ist Baujahr 84. Tretlager ist kaputt. Das sieht aber nur nach Kugelring aus. Ich hoffe, jetzt sind nur die Kugelringe. Das wäre natürlich geil. Dann wechseln wir die Kugelringe aus und dann ist das wieder schick. Das wäre cool, dann könnten wir wieder fahren. Ja, dann kann ich das auch ganz gut anbieten oder was weiß ich, meinetwegen als Retro-Objekt hier stehen lassen. Das ist ein schöner Zustand. Sauber machen, schick machen. Baujahr 84, halt auch nicht so neu. Laufräder, Reifen, alles original. Das ist wirklich schön. Kugelringe werde ich erneuern. Ich dachte schon, die Tretbude ist so richtig kaputt. So richtig mit. Aber hier ist noch kein Spiel drin, hin und her, sondern eben nur Kugeln. Ringe sind durch. Ich gucke mir das gleich mal an. 1,5. 15 Euro. 1,5. Gekauft, ja. 15. 1,5. Ja. Das ist 15. Ja. 150. Ja? Was denn? Schreien nach vorne rum. Moin moin. Stand da drauf auf dem Gummi. 46,2. Mhm. Was für ein Ventil? Normales? Keine Ahnung. Normales Fahrradventil? Ich denke ja. Diese. Du musst die Kugel rausnehmen. Ja, du musst die Kugel rausnehmen. Kugel raus. Moin! Moin! Was ist so, meine Frage. Du weißt, halt immer fragen, du hast hier vielleicht einen Bonanza-Kettenschutzlichter?
Kaffee. Sicherheit geht vor. Das ist eigentlich rekordverdächtig, ja. Was für ein Konstrukt, ey. Nur um das loszukriegen. Mit Schraubzwinge. Bekloppt, ey. Sieg! Ja, besser als die Hände kaputt zu machen. Auf alle Fälle. So lächerlich wie es aussieht, aber es funktioniert. Piek, piek. Kaputt. Hier. Yeah. Ja. Müll. Ja, so einer sagen, wie gesagt, da wird keine Arbeit drin gesteckt in die Dinger, ey. Da steckt so viel Arbeit immer drin in den Rädern. Kann man nicht für Profi weggeben. Ja. Jetzt setzen wir uns oben hin kurz. Und ich mach oben na, Pause. Ich weiß es nicht. Thorsten ist weg. Der hat nicht gewusst, dass du da bist. Hat der mich doch gesehen. Das ist ein durch 20-jährigen Mädel. Nicht mal so verkehrt. Also, sah ja eigentlich ganz gut aus, war, aber halt durch. Nicht durch. Wie durch? Und, na, durch halt. Also zu viele chemische Drogen. War auch voll drauf. So, da hat er ja nicht gewusst. Hat sich erst herausgestellt nach den ersten 3 Sekunden. Gut. Teig vorbereitet hier in der Draht. Auf alle Fälle. Sieht echt schön aus. Schönes Blau. Ich habe ja ein passendes Klapprad dazu. Das werde ich dann natürlich jetzt auch behalten. Und da bräuchte ich mir so eine Ostradkompanie auf. Jetzt baue ich hier das Hinterrad raus bei dem Hollandrad. Da ist der Hinterrad platt. Einer der wenigen Aufträge heute. Oh! 3 Speichen sind kaputt. Ey, was ist los mit den Leuten? Merken die das nicht oder was? Drei Speichen kaputt, ich hole mal neue.
20 Zoll. Ha? 20 Zoll. Wahrscheinlich, ja. Ja. Gabel dran, Kurbelblatt und ein Steuersitz. Und ich frage, ach, das Ding habe ich gesehen, du. Ne? Ich habe gesehen. Das weiße Ding. Genau, zu verschenken. Ich habe den abgeholt. Und ich frage mich, ob du vielleicht die Gabel gebrauchen kannst. Einfach so. Ist ein Kurzhaarrahmen gewesen, aber so ein Fehler. Naja, so ein 89er irgendwas Mountainbike von denen. Ich das jetzt noch in Speicher. Heute ist Speichentag. Jo, guck mal, der Mieter schrubbt hier fleißig einen Kranz. Für einen Freund. Der kriegt das Fahrrad nämlich. Für Oma wieder oder was? Für Oma, natürlich ist es ein Freund. Das abfotografieren. Ja, fotografier mal. Ist ja geil, ey. Dann fragst du die. Fragst du die, was ist denn das? So eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, was ist denn aus der Welt geworden? Wenn die Leute nicht mal zu den Dingen stehen, die sie vertreiben, promoten. Wieso zur Hölle kommen die alle erst im Feierabend? Rita! Schau mal kurz, ob ich das noch hinkriege. Ich hab's Gott sei Dank rausbekommen. Jetzt hol ich ein Lager, probiert mit einem normalen Lager einzubauen. Und nicht ein Reparaturlager rein. Gucken wir mal. So, das habe ich jetzt. Na, ich lager schon drin. Passt. Auf alle Fälle lässt sich retten. Ich dachte, das Gewinde hier drin wäre ausgerissen, ist es aber ja nicht. Kann man so einschrauben. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns. Bis morgen. Alles Gute, euer Tommy.